Joho, Leute, es geht weiter mit Cave Story. Cave Story. Ja, im Hintergrund laden gerade die neuen Videos hoch. Und zwar die, wo ich den Kern besiegt habe. Endlich. Und Curly gerettet. Curly! Also, das habe ich gemacht. Und ja, währenddessen spiele ich einfach mal weiter. Denn Cave Story macht gerade richtig Spaß. Und ich bin unglaublich motiviert. Ich könnte das Spiel jetzt in einem Stück durchzocken. Zumindest sage ich das jetzt noch. Warten wir mal ab, bis der nächste Boss kommt. Ja, und ansonsten, es macht einfach Spaß, sagen wir es mal so, ganz einfach, es macht Spaß. Und man sieht hier auch ein paar Stacheln mehr, aber das macht uns nicht wirklich etwas aus. Ein paar beherzte Sprünge und es ist geschafft, wie man sehen kann. Und etwas kommt und es ist der nächste Boss. Nein, erster Kern jetzt das, aber was soll's, dieser Boss hier ist nicht besonders schwer. Man sieht, es ist jetzt einfach wie ein 2D-Side-Scrolling-Shooter. Wir müssen einfach... Cool, Level Up. Wir müssen einfach hier so viel wie möglich abmurksen, beziehungsweise eigentlich den riesengroßen Fisch, den Iron Head. Und die kleinen Kugelfische hier nerven mich, weil die mich abmurksen wollen. Deswegen mache ich die kaputt. Ich versuche irgendwie den Iron Head zu treffen, aber irgendwie versuche ich es auch nicht. So, jetzt aber hier, nimm Schaden. Mehr Schaden. Nicht treffen lassen. Denn wenn ich mich in diesem Kampf nicht treffen lasse, dann kriege ich ein nutzloses Item. Und ich liebe nutzlose Items. So, Items sind einfach toll. So, Punkt. Basta. Sagt mir nicht, dass nutzlose Items einfach nutzlos sind, denn sie sind nicht nutzlos. Sie sind da toll. So, ja, das muss reichen. Egal. Iron Head ist eigentlich ein Charakter aus einem früheren Spiel von Pixel, das er vor Cave Story gemacht hat. Ich frage mich jetzt nicht, wie das Spiel heißt. Das müsst ihr nachgucken. Das ist mir jetzt auch relativ egal. Aber es ist halt cool, weil das ist eine kleine Hommage an seine früheren Spiele. Und das mag ich. Und das mag ich. Das ist cool. Und ja, ansonsten... Naja, er ist einfach, wie man sehen kann. Ich habe jetzt noch keinen Schaden genommen. Ich hoffe, das bleibt auch so für das nutzlose Item. Jetzt habe ich das meine Chance. Nimm Schaden. Nein, nicht. Egal. Besser kein Risiko eingehen. Und wow, so viele Fische. Okay, noch ein bisschen Schaden. Ist gut. Und ihr kleinen Fische, ihr nervt echt. Warum macht ihr das? Was habe ich euch getan? Nichts. Ja, stirb. Nee, jawohl. Und Squids. Tintenfische. Die sind ebenfalls aus dem Spiel, aus dem Iron Head kommt. Und, ja, wir haben den Wasserweg geschafft. Und, das hier kommt doch irgendwie bekannt vor, oder? Erinnert ihr euch noch den Fisch? Aber die Musik ist anders. Moment, ich habe die Sprungtaste mit der Schießentaste verwechselt, egal. Die Musik ist anders. Wir sind wieder im Reservoir des Mimiga-Dorfes. Aber der Angel-Mimiga ist weg. Aber, auf jeden Fall, das hier haben wir erhalten. Eine Alien-Medaille, wo ein Tintenfisch drauf ist oder was auch immer das sein soll. Ich weiß nicht genau. Egal. Eine Alien-Medaille. Ein komplett nutzloses Item, genauso wie Curlys Unterwäsche und der Lippenstift und ja. Egal. Die anderen sind irgendwo schonungslich, denn ich werde jetzt gesagt zum Beispiel, dass der Silberanhänger ist nutzlos, aber den brauchen wir ja, um Toroko hier zu treffen. Und die Adika, ja, die brauchten wir auch. Und egal. Es ist auf jeden Fall ein nutzloses Item und das ist toll, denn nutzlose Items sind toll und oh, bin ich froh, dass ich es bis hierhin geschafft habe. Ohne Booster, ohne Maschinengewehr, ohne Schlange. Also Snake. Und die Musik ist irgendwie traurig. Was vielleicht daran liegt, dass hier kein einziger Mimiga mehr ist. Alle sind weg. Hier, auch der Gefräßige ist weg. Und alle wurden vom Doktor mitgenommen. Und, was sollen wir jetzt tun? Am besten gehen wir mal in Arthurs Haus, denn da war der Teleporter. Und bevor ich jetzt irgendetwas mache, ich speichere mal. Denn... um ehrlich zu sein, habe ich ein paar Mal diese Aufnahme jetzt schon gestartet, denn ich wollte unbedingt die Alien-Medaille haben und wollte den Kampf schaffen, ohne getroffen zu werden. Und ja, aber das müsst ihr mir verzeihen, ich wollte es einfach schaffen. Und oh, jemand kommt aus dem Teleporter. Professor Booster, ja! Er hat überlebt, wir haben ihn nicht angesprochen. Er ist nicht gestorben, er hat uns nicht den Booster 0.8 gegeben. Deswegen hat er überlebt. Toll, oder? Ah, nur du, wie ich sehe. Wo ist eigentlich Curly hin? Die hatte ich mit mir, ne? Ja, die hatte ich dabei. Der Doktor hat die roten Blumen erhalten. Er hat sie bekommen. Die Mimigas der Insel sind auch alle in seinen Händen. Die Tragödie ist also unabwendbar geworden. Ich hätte es wenigstens zu erlauben sollen, zu entkommen, wenn ich als ich die Chance dazu hatte. Wir haben den Booster 2.0 bekommen! In der Zwischenzeit, in der wir den Chor bekämpft haben und uns im Wasserweg herumgeschlagen haben. Ja, reden könnte ich auch gerne.
im Wasserweg herumgeschlagen haben, um Curly zu retten, hat er den Booster verbessert. Bitte erfülle mir eine letzte Bitte. Wenn du Sue noch einmal siehst, möchte ich, dass du sie nimmst und mit ihr von dieser Insel entkommst. Dieses Mädchen ist Sakamotos Tochter. Und sie wollte das hier nicht... Und sie wollte das hier nie. Aber wir konnten das Mädchen nicht ganz alleine lassen. Also hatte sie keine Chance, keine Wahl, als sie mit uns mitzunehmen. Ich bitte dich, nimm dieses Mädchen mit dir und fliehe. Ja, aber Sue ist doch eigentlich ein Liga, oder nicht? Interessant. Aber wir haben den Booster, den Booster. Und, ja, drücke den Sprungknopf inmitten der Luft und du kannst in jede Richtung dich bewegen. Möchtest du es auch wissen? Ja, möchte ich. Wir haben den Booster 2.0. Und den hätten wir jetzt auch nicht bekommen. Ja, das ist der Booster 2.0. Wir können halt so schön Sachen machen. Die kann man mit dem normalen Booster 0.8 nicht. Man kann ja ein paar Videos vorher gucken, dann irgendwo sieht man, wo ich kurz den Booster 0.8 geholt habe und dann neu geladen und dann sieht man, wie man mit dem fliegen kann. Und der hier fliegt halt immer in eine Richtung so. Ja, und den hätten wir auch nicht bekommen, hätten wir den Booster 0.8 geholt, weil Professor Booster war ja tot. Und mit dem Booster hier wird alles wesentlich einfacher, wie man sehen kann. Ich komme hier einfach so hoch. Da, ja, ich bin der König der Welt. Und ich hole mir jetzt eine Waffe. Eine tolle Waffe. Und dafür gehe ich hier. Nein, ich habe es nicht geschafft. Egal. Aber ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Deswegen gehe ich einfach mal hier hoch. Oder gehe ich jetzt hier hoch. Und dann... Na gut, ich gehe erst da rechts hin. Dann schaffe ich das auch. So, gehe ich hier hoch. Und dann gehe ich hier hoch. Und dann gehe ich... Verdammt, ich will da hoch. Mann, jetzt habe ich den Booster und ich kann nicht mit ihm umgehen. Toll. So, nochmal. Okay, ich muss sparsam damit umgehen. Ich muss so... Moment, ich komme so hoch. Okay, das war gerade ziemlich blöd. Ich komme nämlich auch so mit dem Booster hier hoch. Deswegen egal, was soll's. Und hier ist eine Tür. Und wohin wird sie uns führen? In die erste Höhle. Da, wo wir am Anfang gestartet haben. Da kommen wir hin. Und ich rüste schon mal den Polarstern aus. Denn ihr erinnert euch, wir haben ihn uns ja hier geborgt, ja. Wir haben uns ihn ausgeliehen. Wir haben ihn nicht einfach geklaut oder so. Nein, haben wir nicht. Ja. Das würden wir niemals tun. Nein, wir laufen ja sonst nicht in irgendwelchen Spielen einfach in irgendwelche Häuser und machen da Vasen kaputt und sammeln die sämtliche Sachen auf, die da sind und öffnen Schatztruhen und labern irgendwelche Menschen an. Nein, das würden wir ja niemals tun, oder? Oder? Nein, garantiert nicht. War das noch schön? Die Gegner waren so einfach. Ein Schuss mit dem Polarstern. Bäm. Und die Fledermaus ist Geschichte. Du auch. Ja, ihr seid alle Geschichte. Ihr seid brave Fledermäuse. Brave, brave Fledermäuse. Und na gut, für euch Dinger brauche ich zwei Schüsse, aber mit dir halte ich mich jetzt nicht auf. Und hier war der Einsiedler, Waffenschmied.